So, hallo Günther. Ich würde gerne mein Auto einparken. Kannst du kurz reparieren, oder? Hast du repariert? Ja, dann will ich wieder haben. Nein. Günther, bitte park mein Auto. Bitte schnell einsteigen, wegfahren. Günther, ich sage dir nicht nochmal, du parkst jetzt mein Auto. Bitte. Scheiße. Hey, Entschuldigung. Entschuldigung, kannst du dieses Auto wegschieben, bitte? Welches Auto denn? Diese hier. Da steht bei mir kein Auto. Links von dir nicht ein Auto? Da steht kein Auto. Das Auto steht noch weiter links von mir. Da kannst du das Ganze wegschieben, bitte? Wie denn? Oder warte, ich steige kurz ein, vielleicht geht dann. Achso, kannst du da einsteigen? Der das Auto wahrscheinlich gehört, der hatte Kopfschmerzen gehabt. Also hier steht ein Fahrzeug hier. Ja, ich kann deswegen nicht ausparken, weißt du? Ja, weiß ich sie auch, aber ich sage, ich weiß sie. Okay. Also hier war gerade ein Mann gewesen, der hat Powernap gemacht, vielleicht gehört ihm im Fahrzeug. Oh, shit, oh, sorry, sorry. Oh, aua! What? Channel switched. Channel switched. What the fuck? Hallo? Ich glaube nicht. Ich prüfe mal. Nö, Armin. Ich prüfe mal den Puls von ihm. Kann einer vielleicht kurz den Notruf rufen? Ja, mach ich. Ja. Ach, super. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was ist passiert, ey? Ich stand doch gerade, der stand doch gerade neben mir und auf einmal liegt er hier hinten. Oh Gott. Hallo, was ist passiert? Ich weiß nicht, der Mann stand gerade neben ihm, auf einmal liegt er hier. Also Mediziner gerufen. Er wird gerade gerufen. Okay. Oh Gott, er hat auf jeden Fall Blutdruck, also er ist noch nicht von uns gegangen. Gut. Oh Gott. Ach, mit alles wird gut. Hoffentlich. Na klar. Will ich noch einen Toten heute sehen? Noch einen Toten? Ja, ich habe heute schon mal einen behandelt. Hallo, müssen. Der hat es doch knapp geschafft. Ja. Der ist fast gestorben. Oh, ja, aber hat es zumindest geschafft, das ist gut. Sagen Sie Grape Seed. Am Supermarkt. Wenn Sie vielleicht ein Dispatch raussenden, dass die Herren von der Mediziner wissen, wo wir sind. Mach ich sofort. Mach so viel Sache. Wir wollten gerade ins Stripclub gehen. Ja. Was, ihr wollt jetzt in den Stripclub? Ja. Ist ja spät. Uiuiui. Ne? Bei dieser Lage hier. Will er jetzt noch in den Stripclub? Ich weiß nicht, ob er jetzt noch will. Gerade eben wollte er. Du kennst ja. Armin. Ja, dem hält nichts auf. Ich merk schon. Wenn er Möpse sehen will, dann sucht er sich die. Ja? Du bist niedlich. Lauf mal nicht auf ihn drauf rum. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, Armin. Oh, das wollte ich nicht. Du standest genau auf dem Gesicht. Oh, hier ist dein Gesicht, aber hier. Also bei mir ist das links von mir. Helfen? War ja. Mach ich schon alles Hilfe, aber danke. Ich hoffe, vielleicht können Sie mir helfen. Wie denn? Kennen Sie die tollen leuchtenden Schuhe? Ja. Gibt's die da auch zu kaufen? Ich denke schon, ja. Oh Gott, Alter. Das machst du ganz gut. Ja, ich gebe mir Mühe. Jetzt ist gerade die Luft dran. Die muss auch wieder belebt werden. Soll das Arzt werden? Oh Gott, nein, bitte nicht. Warum nicht? Nee, Mediziner, das ist nicht so mein Fall. Oh. Ich helfe zwar so gerne, so gut ich kann, habe ich ja alles gelernt, als ich den PKW-Führerschein gemacht habe, ne, erst Löwe und so. Ja, das weiß am besten, ich nicht. Am besten Staying Alive und so. Du hast doch bestimmt auch den Führerschein gemacht, oder? Ja, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Schon 3 Tage her. Oh, schon so lange? Ja. Ich habe das vor 2 Wochen gemacht, glaube ich. Oh, das weißt du noch? Ja, siehst du doch, wie ich das kann. Immer nach dem Takt von Staying Alive. Ha, 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 ha.
Staying alive, staying alive. Machst du ganz super. Ich gebe mir Mühe, so gut ich kann. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ahmed, immer schön tief ein- und ausatmen. Bleib bitte am Depot. Da sind sie. Da sind sie schon. Ah, die sind jetzt zum Stell da. What the fuck? Alles wird wieder gut. Ja. Alles wird gut. Ich muss nicht sterben. Ich habe $386, aber es ist viel. Es ist viel. Vielen Dank, lieber Billy. Billys Beste. Und Norbert ist auch Beste. Die sind alle Beste. Hier ist derjenige. Hier, bitteschön, ich gebe ab. Ich bin verloren. Guten Tag. Ja, ich übernehme direkt. Achso, also er saß. Er ist einfach vor seinem Moped unten runtergefallen. Ist das richtig? Ja, glaube ich, ne? Hab ich schon. Ich glaube, sah zumindest so aus. Hm, okay. Okay. Vielleicht ist er auf dem Gesicht gelandet. Ja, warten Sie, ich schau einfach mal nach. Ja. Ja. Können Sie da draußen bitte ein bisschen leiser telefonieren? Ich versuche mir gerade einen runterzuholen. Bitte? Ich hab keine Ahnung, was er da macht. Okay. Oh Gott, das haben wir einfach nicht gehört. Nein, okay, also er kriegt jetzt erstmal EKG, sieht soweit in Ordnung aus. Ihr Blutdruck ist da, Puls ist da, ja, atmet gut. Gut, er kriegt jetzt noch einen kleinen Zugang, der kriegt da was für ja, sein Bewusstsein, dass er so ein bisschen wieder auf Trab kommt. Mal schauen Sie mal, er hebt schon irgendwie die Hand. Ja. Den Kopf auch, ich glaube, er will jetzt langsam. Oh, oh. Oh. Oh, der Herr, alles gut? Schön langsam, ja. Au, 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 au. So, schönen guten Tag. Oh, hallo. Erickson vom Los Santos Fire Department, mein Name. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich weiß nicht. Also ich wollte mit dem Mann reden bei... mit Moped, Fahrrad, Motorrad. Und plötzlich, ich bin geflogen hierhin gegen dieses Dings, Holz. Also ich weiß noch, wie ich geflogen bin und dann alles schwarz geworden. Haben Sie den Helm aufgehabt? Nein, ist nicht mein Motorrad. Das ist alles okay. Ich bin, also sagen wir so, ich bin aus Versehen aufgestiegen. Ach so. Okay. Ja. Ups. Und ich sag mal, haben Sie jetzt im Moment irgendwelche Schmerzen? Ja, natürlich. Mein Kopf tut weh, mein Bein komplett weh tut, mein Schulter, Rücken, alles kaputt, ich glaube. Also kaputt ja, wahrscheinlich nicht. Ist das jetzt auch vom Unfall direkt? Ja. Davor nicht wehgetan. Also okay. Rücken, ich habe immer gehabt, aber andere Sachen nicht wehgetan, weißt du. Okay, dann würde ich Sie einfach mal bitten, Sie hinzulegen. Ja, oder zumindest hier zu setzen. Einen Moment. Ja, alles gut. Lege ich hin. Ah, wow. Alles tut weh. Ja, warum? Warten Sie, bevor Sie sich hinsetzen, warten Sie ganz kurz. Ich kann die ganzen Schmerzen haben, dann kriegen Sie jetzt nochmal von mir ein Schmerzmedikament. Können Sie auch direkt nehmen. Ja, okay, vielen Dank. Und dann gucken wir mal, wo der Übeltäter ist. Ja, was ist letztendlich das alles? Oh. Ja, sehr gut. Ja, wie lange dauert, bis diese wirkt? Das sollte normalerweise wenige Minuten dauern, ja. 1 bis 2 Minuten, dann sollten Sie es schon merken. Na, so. Hier setzt sie jetzt auch okay, oder? Ja, genau. So, gut. Ich werde jetzt einmal komplett abtasten, ja, ob ich irgendwo was sehe, was wehtut, ja. Und ja. Sie geben mir bitte Bescheid. Ich sage auch immer alles, was ich mache. Ja, okay. Ja, gut. Ja, Entschuldigung, ich musste gerade einen Power. So, dann schauen wir uns mal den Fuß an, so rechter Fuß, Unterschenkel, Knie, na, das geht. Ja, okay. Ah, den. So, dann schauen wir uns mal den linken Fuß an, den linker Fuß, Unterschenkel. Ah, aua. Ja, ist. Wo genau? So, zwischen Ober- und Unterschenkel, so, weißt du? Na, Knie, meinen Sie? Nein. Das ist ja Wade unten, ich meine so Oberschenkel, Unterschenkel. Oberschenkel, ja? Unterschenkel, okay, gut. So, zwischen dort bei Knochen, Oberknochen, ja. Weißt du? So, ich drück mal ein bisschen aufs Becken drauf. Aber ein bisschen. Ja, wie waren die denn heute alle hier? Ich sehe gerade Samir rechts so eine richtig schöne blaue Prellmarke. Ne? Ja, das tut ganz so, auch. Dann gucke ich mal im Bauch, ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen im Bauch, ja? Wenn ich hier so ein bisschen am Drücken bin. Nein, der Bauch ist okay, ich glaube. Gut, dann den Brustkorb, ja, den werde ich einmal ein bisschen abtasten, ein bisschen drücken, rechts und links. Ja, ganz leicht, aber das ist okay, ich glaube. Ganz leicht. Guten Tag. Guten Tag. Ich würde Ihnen empfehlen, mal ganz kurz den Sanitäterwagen und den Twingo ein bisschen wegzufahren. Oh ja. Es könnte sein, dass gleich hier Autos ausgeparkt werden, die in die Luft fliegen. Die sind manipuliert worden. Hallo?
Okay. Okay. Na gut, dann beeilen wir uns, ja. Nochmal, Schulter tut mir noch ganz wenig. Ja, danke. So rechte Schulter, weißt du. Die rechte? Ja, ja. Ja, ich sehe gerade, die haben sie auch, aber eine richtig, richtig ja. Blaue, wie geht's ihnen her? Ich hab blaue Prämarke, ja. Nachdem sie irgendwie gestürzt sind. Ja, ich sehe ganz scheiße, weißt du. Ach Gott, alles tut weh. Schrecken angejagt, wissen Sie das? Ja, ich habe auch Schreck bekommen, auf einmal ich bin fliegt. Sie waren irgendwie da hinten gewesen, ja. Die ganze Zeit. Und auf einmal sind sie irgendwie hier hingeflogen, als ob sie einer geschubst hätte mit oder irgendwie sie angefahren wären. Und ja, auf einmal lagen sie hier. Ich habe auch nicht verstanden. Ich stand da, auf einmal ich bin geflogen und dann Kopf gegen diese Ding und dann war vorbei, schwarz alles. Gut. Also, dass ich sofort erste Hilfe geleistet haben, dass die wenigstens wieder hier bei uns stehen. Also ich kümmere mich jetzt erstmal um ihr linkes Bein. Ja, da werden sie jetzt erstmal einen Verband rumkriegen, ja? Ja, ja. So, dafür die Hose einmal ein bisschen hochkrempeln. Warte mal, ich helfe ihnen. Ja. Okay, so. Ja, danke schön. So, dann würde ich sie bitten, einfach am besten sich dreimal zu drehen. Ja, dann hält der Verband auch richtig. Ja, so. In ein dieselbe Richtung, ja. Ah, einen Moment, einen Moment. Ja, das ist okay. Eins. Warte, warte. Warte, 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 warte. Nein! ja, okay, 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 alles klar, alles klar. Alles okay, klar. Okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Das tut mir leid, mich schwindelig, weißt du. Okay, gut. Da haben wir jetzt auch ein bisschen Schmerzsalbe drauf. Ja, das ja, danke schön. Soll das Ganze ein bisschen machen. Wie ist es jetzt mit dem Gehen? Ein Moment. Ist das einigermaßen in Ordnung oder sagen Sie, das ist... Oh, ja. Ja, geht. Ich kann ein bisschen. Ah, ja, gut. Dann kommen Sie noch mal kurz zu mir. Ja. Ja, ich will jetzt sicher gehen, ja, dass bei Ihnen sozusagen im Kopf. Also, ich habe jetzt erstmal an Ihrem Kopf nur eine kleine Wunde rechts gesehen, also nichts Großes. Müssen wir noch nicht mal versorgen, aber ich will einfach sicher gehen, dass sozusagen Ihr Gehirn nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja, okay. Deswegen machen wir jetzt ein paar Tests mit Ihnen. Ja. Deswegen würde ich Sie bitten, wie viele Finger sehen Sie? Zwei. Das ist richtig. Können Sie einmal die Arme hochnehmen? Ja, einen Moment. Ja, lass dich zu. Arme. So. Ja, da. Perfekt. So. Warte, jetzt sortiere ich gerade meine Karten. Den die Arme wieder runternehmen. Dankeschön. Sortiere ich einmal kurz meine Karten. Wissen Sie, wir haben hier ein paar Karten dabei. Ja. Da sind ganz alltägliche Gegenstände abgebildet. Ja. Okay. Dann würde ich Sie bitten, die Karte, die ich Ihnen jetzt gebe, dass Sie mir die einfach mal beschreiben. Was sehen Sie da drauf? Welche Farben und so weiter. Das ist einfach nur, um sicher zu gehen, dass auch mit Ihren Augen und Ihrem Gedächtnis alles in Ordnung ist. So, okay. Was sehen Sie auf dieser Karte? Einen Moment. Oh, ich brauche Licht. Warte kurz. Ja, warten Sie, ich hab da zufälligerweise was. Ja, ich leuchte mal. Einen Moment. Oh, mein Rücken. So. Ja? So, ich sehe eine Tonne. Ein Pony? Tonne, Mülltonne. Eine Mülltonne. Okay, ja. Das Pony hat mich schon gewundert. Welche Farbe hat die Mülltonne? Grau. Graue Mülltonne, ne? Ja. Steht da noch irgendwas drauf oder steht da nichts drauf? Ne, da steht nichts drauf. Steht nichts drauf. Okay, sehr gut. Ja? Eine graue Mülltonne, das ist richtig. Also, dann können Sie direkt wieder, danke. So, bitteschön. So, gut. Also, es sieht jetzt allem anscheinend danach aus, ja. Sie haben diesen Unfall gehabt, Sie haben definitiv eine Prellung am linken Bein, Oberschenkel, Unterschenkel, Knie. Das ist so ein bisschen unklar. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas gebrochen ist. Sie haben noch einen blauen Fleck an der Schulter, den wir jetzt aber nicht weiter behandeln müssen. Und natürlich noch eine kleine Schürfwunde am Kopf, aber Sie weisen jetzt keine... Also ich habe jetzt keine Hinweise darauf, dass Sie in irgendeiner Art und Weise jetzt eine Gehirnerschütterung oder sowas haben. Ja, heißt okay. Aber nicht, dass Sie sie noch kriegen können. Ja? Das heißt, wenn Ihnen schwindelig wird, übel, Sie erbrechen müssen, dann müssen Sie nochmal ins Krankenhaus. Ja? Dann müssen wir nochmal genauer nachschauen. Aber jetzt würde ich Sie erstmal wieder sozusagen, ich würde Sie nicht mit ins Krankenhaus nehmen, sondern würde Sie letztendlich hier lassen. Ja? Okay. Ja, wie sieht aus mit Alkohol und so? Kann ich nehmen oder muss ich aufpassen? Also Sie haben mir jetzt Paracetamol genommen, ne? Ja, also genau. Ich würde sagen, die nächste Stunde nicht, ja. Ah, okay, scheiße. Denn, also, man soll das ja nicht mit dem Alkohol kombinieren, ne? Also, ja. Die nächste Stunde nicht nehmen und dann können Sie meinetwegen gern ein bisschen Alkohol trinken, weil dann flaut das Paracetamol ein bisschen ab, ja? Alles klar, gut. Gut, kann ich noch was für Sie tun? Nein, das wär's, Dankeschön.
gut. Dann bräuchte ich bitte einmal Ihren Ausweis. Sie wissen ja, wir sind dazu angehalten vom Staat, dass wir Ihnen das in Rechnung stellen, was wir hier machen. Ja, einen Moment. So, bitteschön. Ja, Herr Baba. Ja, okay. Ja.